Früher war die Welt noch in Ordnung. Es gab Autos ohne Elektronik, wir sind zu Fuß gegangen und die Jugend hatte noch Respekt. Nostalgie ist eines der stärksten menschlichen Gefühle überhaupt. Es ist ein Gefühl, das buchstäblich riecht, schmeckt und klingt. Früher waren die Postleitzahlen kürzer, die Röcke länger und man blieb sich treu bis in den Tod. War es so? Oder verklären wir die Vergangenheit? Früher war alles besser. Diese Floskel ist so alt wie die Menschheit. Aber stimmt sie wirklich? Eine objektive Version der Geschichte muss man ja nur wiedergeben, wenn man vor Gericht steht. Oder trübt die erste Gleitsichtbrille den Blick? Unser Gehirn ist ein Interpretationsorgan. Für die Vergangenheit, fürs Hier und Jetzt und für die Zukunft. Woran erinnern wir uns, wenn wir an unsere Kindheit denken? Wir blicken zurück. Die 70er Jahre. Wir erinnern uns an ein politisches Jahrzehnt, eine Dekade der Ostentspannung. Sie beginnt mit einer bewegenden Geste. Willy Brandts Kniefall von Warschau. Diese Scheibe ist ein Hit. Wann kriegt ihr das endlich mit? Diese Scheibe müsst ihr kurven. Es ist eine Scheibe für die Doofen. Anfang der 70er Jahre verändert sich das Familienleben grundlegend. Väter wollen nicht nur Ernährer sein, sie wollen aktiv am Familienleben teilhaben. Ich habe mir immer die Zeit genommen, mit ihr sonst wohin zu gehen. Natürlich auch in den Zirkus, auch auf den Rummel oder ins Theater. Ich habe ihr alles gezeigt im Leben. Nostalgie macht uns bewusst, dass wir nicht alleine sind, weil wir viele Dinge mit anderen zusammen erlebt haben und schöne Momente erleben dürften und schwierige vielleicht auch überlebt haben, sonst wären wir nicht hier. Sie gibt Selbstbewusstsein und ist so eine Art Orientierung und hat eine Ankerfunktion in diesen hektischen, schwierigen, konfusen Zeiten. Die 70er Jahre kommen mit einem Feuerwerk aus Matt Eagle, Klammerblues und Mustermix als die bunteste Dekade daher. Über Geschmack lässt sich streiten, aber vieles war schon sehr speziell damals in den wilden 70ern. Schlaghosen. Heute ein bisschen affig, wenn man das sieht, aber ich stehe voll dazu. Auch die Matte, die man sich hat wachsen lassen Ende der 60er. Oh ja, Hippie, Blumenmädchen, Blumen. Ja, das fand ich toll. Da habe ich auch immer mehr Kleider gekauft beim Inder. Das fand ich toll, so Wiegelerweiher. Michael und Marita Fletzorek, hier als Kinder in den 70ern. Und das ist das Ehepaar heute, rund 40 Jahre später. Absolute Retro-Fans. Ich habe ganz viele Sachen aus meiner Kindheit verwahrt. Und ich finde sie immer noch schön. Und es gibt mir immer noch dieses Gefühl von früher, dieses Behütetsein. Ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Und da scheint die Zeit dann auch stehen geblieben zu sein. Ich sage mal, in diesem Wohnzimmer bekommt man keine Depression. Das geht einfach nicht, bei so vielen Farben. Und da ja auch in den 70ern auch sehr viele bunte Farben waren, man hat sich auch viel mehr getraut, bunt zu tragen. Orange, Gelb, Grün. Heute ist alles viel mehr schwarz-weiß, blau-weiß, grau-weiß. Und irgendwie ist das Bunte, das macht einen viel froher. Man bekommt automatisch ein Lächeln ins Gesicht und man fühlt sich viel wohler. Ist das schlimm, dass die Zeit stehen bleibt? Vielleicht möchte man einfach daran festhalten, dass es einfach unbeschwerter war. Bis ins letzte Detail erinnert hier alles an eine Zeit vor CD und MP3-Player. Wir haben die Zeit zurückgedreht, in die 70er zurück. Das ist eigentlich alle 70er. Wohnzimmer 70er, Urlaub ist 70er, Hochzeit war 70er, Autos sind 70er. Das Schöne bei den Platten ist natürlich das Knistern. Früher hat es gestört, dann hat man die Schallplatten aufgelegt mit ein bisschen Spüli drauf, da war das Knistern weg, aber heute kann es nicht laut genug knistern. Gegenwart und Vergangenheit. Bei den Fletzoreks verschwimmen die Grenzen. Sie zelebrieren das Gestern im Heute. Und für ihre Zukunft haben sie auch schon einen Plan. Ich möchte niemals erwachsen werden, ich möchte immer Kind bleiben. Ich möchte auch das Kind in mir behalten, auf jeden Fall. Ja, das ist so schön. Nostalgie ist in erster Linie positiv. Wirklich.
Je mehr wir geforscht haben, wir haben echt selten etwas Negatives gefunden, das mit Nostalgie verbunden ist. Schlimmstenfalls ist sie neutral. Es mag Leute geben, die nicht von Nostalgie profitieren oder unempfänglich dafür sind, aber wir haben nie Menschen gesehen, denen sie geschadet hat. In den echten 70ern ist das Leben allerdings doch nicht so rosig wie in der Erinnerung. Der Boom der Nachkriegszeit ist vorbei, die Wirtschaft schwächelt, die Einkommen stagnieren. Massenarbeitslosigkeit wird ein neues Phänomen. In aller Offenheit, nicht jeder wird in dieser Lage seinen Arbeitsplatz behalten können. 1975 klettert die Zahl der Arbeitslosen erstmals über die Millionenmarke. Heute haben wir uns längst an das Dreifache gewöhnt, aber damals ein Schock. Im selben Jahr wird die Anwerbung von Gastarbeitern gestoppt. Später wird sie als Schauspielerin berühmt. Dieses kleine Mädchen wächst mit ihrem jüngeren Bruder als Kind eines griechischen Gastarbeiters im schleswig-holsteinischen Itzehoe auf. Ich weiß es so zu schätzen, was für Chancen und Möglichkeiten mir ermöglicht wurden durch meine Eltern und durch Deutschland. Und durch all die Menschen, die mir in meiner Kindheit begegnet sind. Und das ist ein Konstrukt von schönen Dingen, die da passiert sind. Und ich bin froh, dass ich jetzt und hier so stehen kann und das sagen kann, dass ich Glück gehabt habe. Jenseits der Mauer beginnt das Jahrzehnt mit der Ablösung von Walter Ulbricht durch Erich Honecker. Ein Generationswechsel an der Parteispitze, der zu Reformen zugunsten der Bevölkerung führen soll. Sicherlich war Ulbricht irgendwie verstaubt und oll und nicht zeitgemäß, schlicht und ergreifend. Und Honecker sicherlich passte einfach auch besser an diese Zeit. Wirtschaftlich ist der Osten in den 70ern längst abgehängt. Der Alltag ist beschwerlicher als der im reichen Westen. 3,65. Am staatlichen Gemüsestand nebenan. Die ersten warten seit 17:30. Beim Verkaufsbeginn 7 ist die Schlange schon lang. Mit dem Handwagen sind wir Kohlen holen gegangen und haben die dann geschleppt, weil diese Bürgersteige, war ja immer so lustig, ne? Wenn da was kaputt war, kam eine neue Schicht obendrauf. Und diese Kellerfenster, du bist nicht mehr rangekommen, also konntest deinen Kohlenhaufen nicht mehr normal jetzt liefern lassen ans Kellerfenster, weil die waren zu, weil aufgrund der Bürgersteige ja die Teerschicht immer größer wurde und die Kellerfenster waren zu. Und da musste man die natürlich dann reinschleppen. In den frühen 70ern leidet der Osten immer noch unter akuter Wohnungsnot. Nur wer Glück hat, bekommt eine zugeteilt. Da haben wir dann eine 1,5-Zimmer-Wohnung bekommen mit der Toilette auf der ersten Stiege, die wir uns teilen mussten im Saubermachen und auch im Benutzen mit den Nachbarn und kein Bad. Viele Altbauten sind in marodem Zustand. Aber die Menschen in der DDR haben gelernt, sich zu arrangieren. Wir haben das eigentlich so hingenommen, weil wir uns genügten. Wir wussten zwar, dass wir nicht komfortabel leben, aber wir haben das eigentlich ertragen, weil wir wussten, das wird irgendwann zu Ende sein. Das ist so wie man weiß, dass man in einem Wald mit dem Zelt, weil man verliebt ist, mit den Mücken vorlieb nimmt, aber man weiß, man wird irgendwann ja woanders wieder schlafen. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Honecker forciert ein Wohnungsbauprogramm, das den Mangel an Wohnraum beseitigen soll. Ein legendärer Neubautyp setzt sich durch. Der Plattenbau. Damals topmodern und zweckmäßig. In den 70ern lebt man in Ost und West pro Kopf auf etwa 30 Quadratmeter. Heute sind es im Schnitt 45 Quadratmeter. Guten Abend, meine Damen und Herren. 2 millionste Wohnung an Berliner Arbeiterfamilie übergeben. Ich freue mich, dass Sie die Einladung zum Kaffeetrinken angenommen haben. Herzlichen Dank. Wenn Sie Erfolg Kaffee haben, Pierre, nach dieser Kundgebung. Ja, ja. Ist das Sven? Ja, ist auch Sven. Na, sind wir da. Ja. Oh, ich möchte Ihnen gleich unsere neue Wohnung zeigen. Ja. Da wir uns wirklich sehr freuen über diese Wohnung. Ja? Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist unsere Schlafstube.
Es hat damals die Wohnungsnot massiv behoben. Und das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, dass es so etwas wie eine gewisse Aussöhnung vieler mit der DDR gegeben hat. Dieser Staat könnte es doch noch schaffen, war so die Meinung. Also hier in den 70er Jahren glaubte man, der Osten könne gewinnen. Und das färbt natürlich auch auf das Lebensgefühl der Bevölkerung, auch in der DDR, ab. Während sich der Osten um Hoffnung bemüht, gibt es im Westen ernste neue Probleme. Die Ölpreiskrise trifft die Republik. Leere Autobahnen als Reaktion auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise. Die Bundesregierung verhängt an 4 Wochenenden ein Sonntagsfahrverbot. An der Energiefrage wird sich zeigen, was die europäische Gemeinschaft wirklich wert ist. Ich war da an eine Tankstelle gefahren, da wollte der mir nicht mehr als 5 Liter geben. Und da habe ich gesagt, machen Sie wirklich für 20 Mark. Ich tanke sowieso immer nur für 20 Mark. In den 70er Jahren kostet 1 Liter Superbenzin umgerechnet zwischen 35 und 51 Cent. Heute müssen die Deutschen dafür gut das Dreifache hinlegen. Allerdings, in Relation zum Einkommen war der Sprit auch damals schon teuer. Zu den wirtschaftlichen Sorgen kommt der Schrecken des Terrors. In den Stunden nach 12 Uhr, dem Zeitpunkt, zu dem das Ultimatum der Terroristen auslaufen sollte, wurden die Sicherheitsmaßnahmen noch verstärkt. Während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München stürmen palästinensische Terroristen die Unterkunft der israelischen Mannschaft. 17 Menschen sterben. Die terroristische Vereinigung RAF entführt Hans-Martin Schleyer. Deshalb ist eine Entscheidung der Bundesregierung, wie ich sie am ersten Tag gefordert habe, dringend notwendig. Mit seiner und der Entführung der Passagiermaschine Landshut sollte die Freilassung inhaftierter RAF-Mitglieder erpresst werden. Die Bundesregierung geht nicht auf die Forderungen ein. Schleyer wird noch am selben Tag erschossen. Die Republik steht unter Schock. Allerdings war das damals mit den Attentaten nicht ganz so nah ran, wie es heute nah an uns dran ist und voll in den Medien und sowohl Print als auch Social Media als auch Fernsehen von morgens bis abends rund um die Uhr mit Dauerschleife. Das war eine andere Form von Berichterstattung. Auch deshalb entsteht oft der Eindruck, früher gab es weniger Terror. Doch das ist falsch. Zählt man die Gewalt auf der ganzen Erde, zeigt sich tatsächlich, es war niemals friedlicher auf der Welt als heute. Das sind auch so meine eigenen frühen Kindheitserinnerungen. Straßenkontrollen, wo dann bewaffnete Polizisten mit Maschinenpistolen dastanden und kontrolliert hatten. Also dieses latente Bedrohungsgefühl. Und es war ja auch im Westen, muss man sagen, dieser Terrorismus kombiniert mit den ökonomischen Krisen die schlimmste Herausforderung, die man seit 1949 hatte. Einen Boom erlebt in den 70ern die Kommunikationstechnologie. Wieder schauen. 1963 haben nur 14% der deutschen Haushalte einen Telefonanschluss. Bis 1988 steigert sich der Anteil auf 93%. Dieses Mädchen am Hörer wird später dem Begriff Quasselstrippe alle Ehre machen. Das Telefon bei meinen Eltern war, glaube ich, beige oder hellgrau. Das war die Zeit, wo auch diese ganzen hellgrauen Telefone. Meine Oma hatte ein lindgrünes Telefon, das weiß ich. Und das hatte dann auch so eine Hülle drüber mit so Brokat. Also wie hinten so ein bisschen die Barbies, die mit der Klorolle im Auto waren. War das Telefon von meiner Mutter, von meiner Oma auch irgendwie mit Samt. In der DDR beträgt die Wartezeit auf einen Fernsprecher 10 bis 25 Jahre. Auch wenn mit Honeckers Reformversuchen zunächst der Lebensstandard zu steigen scheint. Nach wie vor kritisieren DDR-Bürger Versorgungslücken, aber die Jahre des spürbaren Mangels aller Orten sind vorbei. Dann gab es dann halt Saisonware, ob das der Kohl ist, Rotkohl, Weißkohl, Kartoffeln, die hatten noch ein Kilo Erde dran, ne? Da wusste man, wo sie herkamen. Und die Möhren, also ich glaube, es kann auch nicht schlecht gewesen sein. Ne? Ich bin ohne Bananen aufgewachsen und muss auch jetzt keine Bananen haben unbedingt. Also ich finde Saisonware in Ordnung. Wendig, schnell, ausdauernd und robust. Der neue Trabant 601. Auch Autos sind heiß begehrte Mangelware in der DDR. Die Wartezeit beträgt im Schnitt 10 Jahre.
Wir sind angemeldet für einen Pkw. Seit wann? Seit 1971 und hoffen, den in circa 2 Jahren zu erhalten. Andere Konsumgüter sind leichter erreichbar, wenn man die entsprechenden Kontakte hat. Das war dann halt Mundpropaganda, hat sich rumgesprochen, die kriegen Ware, da kommen neue Schienen rein. Ne? Und wenn man halt da vielleicht keinen Kontakt, einen guten Kontakt zum Verkäufer hatte, dann hat man Pech gehabt. Ne? Also die Ware, die konnte man gar nicht anschauen. Deswegen sagte man ja auch Bückware. Man wusste ganz genau, der hat wahrscheinlich noch 10, 15 irgendwo da, die dann irgendwie anders weggegangen sind. Mit einem freundlichen Lächeln schwappt die Disco-Welle in die deutschen Wohnzimmer. Die schwedische Popgruppe ABBA feiert Mitte der 70er ihren internationalen Durchbruch und wird zu einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Bei Songs wie diesem wird vielen warm ums Herz. Denn Musik verbinden wir mit gemeinsamen Erlebnissen, geliebten Menschen oder aufregenden Orten. Genau diesem Phänomen ist in Zürich ein Team von Neurowissenschaftlern auf der Spur. In einem Labor zeichnen die Forscher Hirnaktivitäten auf, während ihre Probanden Musik hören und in Erinnerungen schwelgen. Die Vermutung, dass in dieser Testsituation lediglich Hörareale unseres Gehirns arbeiten, widerlegen die Tests eindeutig. Unser Gehirn sieht, orientiert sich im Raum, erinnert, riecht und schmeckt. Lutz Jenke leitet den Lehrstuhl für Neuropsychologie. Er bestätigt die Ergebnisse mit einem Selbstversuch. Das ist ja das Spannende, was wir immer wieder in unseren Untersuchungen sehen. Dass Töne, wenige Melodien, kleine kurze Melodiefolgen in der Lage sind, im Gehirn ein Gewitter auszulösen. Sie sehen hier mein Gehirn, während ich Musik höre, die Sie sehr gut kennen. Und zwar ist das Vivaldi, 4 Jahreszeiten, der Herbst. Ich sitze ruhig in meinem Sessel, höre Musik, bewege mich nicht und trotzdem ist mein ganzes Gehirn aktiv. Was ist hier los? Die Sache ist ganz simpel. Wenn ich diese Musik höre, dann denke ich an meine Zeit in Boston zurück. Dort haben wir an den Wochenenden intensive Wanderungen unternommen in den Indian Summer Wäldern im Herbst. Wenn ich diese Musik höre, denke ich an die bunten Blätterwälder. Ich habe den Geruch der von den Bäumen gefallenen, seienden, auf dem Boden liegenden, faulenden Blätter in meiner Nase. Und das ist ein interessantes Beispiel dafür, wie Musik in der Lage ist, unsere Vergangenheitserinnerung so lebhaft wiederzuerwecken, sodass wir den Eindruck haben, dass wir gewissermaßen das alles wieder erleben können. In den 70ern erleben Musiksendungen einen wahren Boom. Der Samstagabend gehört einem Moderator, der selbst erst 18 ist, als er eine Kultsendung auf den Schirm bringt. Bravo! Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Hallo, Ilja! Hallo! Disco, Ilja Richter, Kult. So habe ich Musik lieben gelernt und die Bands geguckt und ich fand's super. Hier ist wieder Disco 76 mit aktuellen Hits und großen Namen. Mein Zimmer war gepflastert von Bravo Coaster über Sweet Slade, Status Quo, weiß ich nicht was, Susie Quattro, Uriah Heep, alles was wir damals so gehört haben. Bisschen rocklastig, merke ich gerade. Wir haben schon geguckt, ne, wie die anderen. Wir waren ja nicht im Tal der Unwissenden, wie die Dresdner. Das Bild war vielleicht nicht ganz sauber, jeder hat seine Antenne gehabt. Da war ich auch bei Ilja Richter. Da hat er zum Beispiel meinen Titel, da hat er sich eine Glatzenperücke übergezogen. Das war 1979 und diese Scheibe ist ein Hit gesungen. Diese Platte ist ein Hit. Ups. Hit, hey, das mache ich nicht mehr mit. Was so viel, es ist so viel. Klau mir hier nicht meinen Stil. Die Musikfans in der DDR haben Idole aus dem Westen und dem Osten. Dort blüht eine ganz eigene Musikkultur, dem System geschuldet. Karat war natürlich meine erste Platte, so, die ich gekauft habe.
haben ja recht viel nachgedacht über alles. Ja, wenn man mal so die Musik sieht, unseren Rockkatalog, welche Texte da so entstanden sind von Karat Silly City, haben ja heute noch eine ganz starke Aussagekraft und erzählen ganz viel über Lebensgefühl der Menschen. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Da geht's oft so, wir fliegen nach Süden und wir sind also immer so Metaphern oder irgendwie sehr kluge Dinge eben auch, die irgendwie gesagt wurden. Also immer diese Sehnsucht nach Freiheit selber bestimmen zu dürfen. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit. Wir waren, denke ich, zu großen Teilen intelligenter als unser System. Also die Menschen waren intelligenter. Die 70er sind auch das Jahrzehnt neuer sozialer Bewegungen. Im Westen wird für Frauenrechte demonstriert. Und gegen die Konsumgesellschaft. Die Menschen suchen nach individuelleren Lebenszielen. Die Leute sehen 10 Mark eine Bluse, nicht? Und dann wird gekauft, ob das nun gebraucht wird oder nicht. Was ist das, die Idiotie dabei? Soziale Themen bewegen die Gesellschaft. Die Menschen gehen für ihre Ideale auf die Straße, wollen mitreden. Früher war alles besser. Früher. Viele sagen, früher waren wir politisch aktiver. Und das stimmt auch. 1972 lag die Wahlbeteiligung in Westdeutschland bei 91%. 2013 gingen nur noch 71% der Bundesbürger an die Wahlurne. Wir hatten damals nicht so einen Leistungsdruck wie jetzt. Ich habe das Gefühl, das war damals ein wenig besser gepuffert und weniger Druck und etwas mehr Beschaulichkeit. Die 70er waren gleichzeitig ein Jahrzehnt der Krise und des Aufbruchs. Eine fragile, aber auch eine bunte, fröhliche Zeit, in der die Deutschen voller Optimismus in die Zukunft schauten. Eine Zeit, an die man sich gerne erinnert. Auf der Sehnsuchtsskala vieler noch weiter oben, die 80er. Gleichzeitig das letzte Jahrzehnt eines zweigeteilten Deutschlands. Und die letzte Dekade vor SMS, Chats und Facebook, als Teenager sich noch Briefe schrieben. Der war, glaube ich, 2 Jahre älter, war unfassbar gut aussehend. Alle Mädchen waren in den verliebt und mich hat er gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Und ich habe gesagt, ja, aber ohne Küssen. Wie haben wir das bloß gemacht früher? Wie haben wir uns verabredet? Ey, heute mit Handy ist es ja alles gar kein Thema mehr. Aber damals? Die Jugendlichen in der DDR orientieren sich zunehmend an westlichen Vorbildern. Nur, wie drankommen an die begehrten Segnungen des Klassenfeinds? Gehen Sie auch in die junge Mode? Ja, auch manchmal. Finden Sie da das, was Sie suchen? Nee, nicht immer. Sind so schick angezogen. Wo kriegen Sie Ihre Kleidung her? Die kriege ich geschickt. Woher? Von meiner Tante. Und wo wohnt die? Hamburg. Sie haben so einen schicken Jeansanzug an. Wo haben Sie den her? Jeansanzug, also sagen wir mal, der ist von drüben. Also das ist von uns. Das ist schlechte Ware, muss ich sagen. Junge Leute erkannten, dass die Perspektive für ihr Leben in der DDR nicht so angenehm ist, weil sie natürlich viel Westfernsehen geguckt haben und gesehen haben, dass die Möglichkeit, jemals in die Museen, die Uffizien oder in Prado oder überhaupt die Welt kennenzulernen, das zu warten, bis man 60 ist, das wollte keiner. Im Westen sind die Kaufhäuser voll mit den neuesten Trends. Breite Schultern, schmale Taille. Die richtige Silhouette zählt. Die Schulterpolster, die waren schon speziell. Wir brauchten ja eigentlich gar keine. Als Sportler hat es ja immer ein Kreuz irgendwie gehabt. Aber das war dann so V-mäßig so. Ne? Schmale Taille, breite Gürtel. Die Mode der 80er kam als Retro-Stil bereits zurück. Trotz zwiespältiger Erinnerungen. Die Mode, finde ich, in den 80ern war echt eine Katastrophe, aber ich habe die auch volle Breitseite mitgenommen. Schlimm. Ich bin ganz schlimm umgelaufen. Ich glaube, die 80er waren schlimm, was Mode anging. Das
da waren die 70s sehr viel cooler. Man kann, wenn man in der Zeit selber steckt, überhaupt nicht sagen, das hier wird mal retro. In 20 Jahren ziehe ich das wieder an oder in 30 oder in 40. Ich bin ganz vorsichtig mit Prognosen, weil vor 10 Jahren hätte ich gesagt, diese scheußlichen Leggings kommen nicht wieder und jetzt sind sie da. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Im Westen beginnt eine neue politische Ära. Realeinkommen und Bevölkerungszahl stagnieren. Viele Paare denken über ihre Familienplanung nach. Die Aufwendungen je Kind betragen im Durchschnitt 8.400 D-Mark jährlich. Das ist ausschlaggebend, ob man sich überlegt, ein drittes anzuschaffen oder nicht. Immer mehr Menschen verzichten auf den Trauschein und die Zahl der Single-Haushalte steigt. Dieser Trend setzt sich bis heute fort. Derzeit ist jeder dritte Haushalt in Deutschland ein Single-Haushalt. Der Anteil der Paare, die in wilder Ehe leben, ist seit 1985 von 5 auf knapp 14% gestiegen. Die 80er Jahre sind sehr stark geprägt von einer Art neuen Unübersichtlichkeit. Postmoderne kommt auf, alles ist möglich, anything goes, das waren so die Schlagworte. Ich bin total gerne Witzemacherin, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagen kann. Gerade in der Zeit, wo es jetzt so schlimm ist, weil ich es finde, dass es die beste Möglichkeit ist, mal abzuschalten und zu sagen, komm. Die Probleme sind danach nicht kleiner, aber sie waren auch einfach mal 2 Stunden nicht im Vordergrund. Und ich bin nie jemand, der das lange wälzen konnte. Und das ist alles, glaube ich, schon von zu Hause mitgegeben. Alles fertig zum Training? Ja! Eine neue Fitnesswelle schwappt aus den USA nach Deutschland. 1980 ist jeder vierte Westdeutsche Mitglied im Deutschen Sportbund. Doch der neue Trend für alle heißt nicht Sportabzeichen, sondern mit hautengen Fantasieanzügen stürmen Frauen die Fitnessstudios. Das ist die Judith. Das ist die Gabi. Unsere Gruppe in Uniform. Ich habe Aerobic gemacht. Ja, für manche Sachen schämt man sich auch ein bisschen, ganz ehrlich. Aber jeder hat das gemacht. Stilsichere Stars wie Vorturnerin Jane Fonda bringen Haartrends auf, die heute auf den Frisurenfriedhof gehören. Dauerwelle war auch 80er, habe ich ja gehabt, sah ganz schlimm aus. Es waren auch viele Haare verloren gegangen, weil sie alles noch mit so Säure stundenlang Verätzungen. Ich kann mich noch an Wunden, an Fleischwunden erinnern, die ich hier hatte, weil da wurde ja immer so eine Watte da drumherum gemacht und dann kam dieses Zeug auf den Kopf und dann lief das trotzdem in die Watte rein und ich saß beim Friseur und dachte, es brennt wie Feuer. Man hatte nachher so eine Frisur wie Rudi Völler. Alle sahen aus wie Rudi Völler, ich sah aus wie Rudi Völler. In den 80ern hatten wir dann mal ein Trainingslager in St. Moritz gehabt, in der Schweiz. Und ich weiß, wir hatten Taschengeld gehabt. Das Taschengeld hat für einen Friseur gereicht. Ich bin da dort zum Friseur gegangen, weil ich einfach wissen wollte, ob die Dauerwelle länger hält als die Westdauerwelle länger hält als die Ostdauerwelle. Die hat auch nicht länger gehalten, die rochen auch besser. Während die Teenager von einer besseren Zukunft träumen, leidet die DDR unter Stillstand. Die 80er stehen dort für Krisen, Konflikte und Mangel. Busse fahren nur selten am Wochenende. Auch sonst weniger als früher, weil es, wie überall in der DDR, an Benzin und Diesel fehlt. Die Ersatzteile fehlten hier und da und man hat dann improvisiert. Das konnten wir ja ganz gut mit vielen Dingen. Nahezu 2/3 der Maschinen sind verschlissen. Den Arbeitsbrigaden fällt es vielerorts schwer, die Produktion aufrechtzuerhalten. Man hat ja vorher schon geahnt, dass wirtschaftlich da irgendwie nicht mehr so allzu viel geht. Die Pläne für das Leistungswachstum wurden dank der hohen Arbeitsleistungen der Werktätigen in allen Bereichen der Volkswirtschaft unter den Bedingungen einer lang anhaltenden extremen Winterperiode bis Ende April erfüllt und gezielt überboten. Gerade wenn die Erfolgsmeldung so extrem gestelzt und gestellt und überdimensional laut ausgestoßen werden, dann ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht stimmt. Die Wirtschaftskraft der DDR reicht nicht aus, um Honeckers ambitionierte Sozialprogramme zu finanzieren. Die verlorenen Kinder in den Straßen von Berlin. Der Osten, die DDR, hinkte hinterher, und zwar in der Zukunftstechnologie.
Das ist die Digitalisierung, die Computerisierung. Da hat sich eine Lücke aufgetan, die der Ostblock nicht mehr aufholen konnte. Dieses kleine Mädchen wächst genau in dieser Zeit in der DDR auf. Auf ihre Kindheit im Osten hat sie einen nostalgischen Blick. Politik und System, die Umstände, unter denen sie groß wird, kommen darin nicht vor. Meine Kindheit in der DDR fühlt sich im Rückblickend an wie ein warmer, weicher Sommer. Es war so schön. Ich bin so behütet, so frei, so ungezwungen, ungebunden aufgewachsen, dass ich hatte so unglaublich viel Freiheiten. Das war so, oh, herrlich war das. Angeblich hat das der Nobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez mal geschrieben. Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil du es erlebt hast. Nostalgie tröstet uns in schwierigen Zeiten. Wir können immer wieder zurückgehen und das tun wir natürlich in schwierigen Zeiten umso lieber. Wie jede Generation sind die Jugendlichen der 80er auf der Suche nach sich selbst. Die wichtigste Frage damals lautet, Popper oder Punker? Eher Popper. Wenn, dann doch eher Punker, ja. Das passt schon eher. Wir Punk, ey, wir bauen unsere Aggression nun nicht durch Gewalt oder sowas ab, so muss das nicht sein. Wir rennen halt andersrum, wa? Wir laufen andersrum. Wir schocken halt die Gesellschaft ein bisschen. Wir versuchen denen klarzumachen, dass das auch eine andere Einrichtung, also eine andere Einstellung da ist. Wa? Und dann schreiben wir das halt an die Wände oder sowas. Ob Punker oder Popper, beides ist nicht nur Mode, sondern Lebenseinstellung. Und die Anhänger gehen im Zweifel auch schon mal aufeinander los. Rebellion und Kämpfertum. Anders als heute. Früher erkämpfte sich die Jugend ihre Freiräume. Stimmt. Doch ist das so positiv? Die 80er bringen auch extreme Gruppierungen hervor. Die Autonomen. In Berlin gibt es zeitweise mehr als 100 besetzte Häuser. Die Jugend von heute ist laut einer Studie hingegen so wenig rebellisch wie seit der Nachkriegszeit nicht mehr. Also das Neue in den 80ern war sicherlich, dass sich die Jugendkulturen massiv ausprägten. Und was man ja lange Zeit nicht mehr gehabt hat, dass sich eine ganz neue Entwicklung, nämlich eine eigenständige deutsche Entwicklung, herauskristallisiert hat mit der neuen deutschen Welle. Die Deutschen erfinden einen Musikstil, der den Pop revolutioniert und die Jugend über Mauer und Stacheldraht verbindet. Hubert K., Nena, die ganze, das war auch natürlich Trio. Mein allerliebstes war Ideal. Ich habe Ideal gehört. Deine blauen Augen. Also lässt mich immer irgendwie fröhlich sein, wenn ich die Musik von damals höre. Weil es war einfach so eine schöne Zeit, die wir da so hatten. Alle miteinander und die Partys, die wir gemacht haben. 30 Jahre später, in Bad Godesberg bei Bonn, zelebriert Oliver Wiesemann das Jahrzehnt, das seiner Meinung nach die beste Musik und die größten Idole hervorgebracht hat. Er organisiert Partys im 80er-Stil. Hier geht es nicht nur um Retro-Musik, es geht um ein Lebensgefühl, das die Besucher wieder spüren sollen. Eine Reise zurück in die gute alte Zeit. Die Musik war natürlich rückblickend gesehen besser. Ich vermisse heutzutage immer so diese packenden Melodien, irgendwas, was unter die Haut geht. Das spüre ich heute nicht. In der aktuellen Zeit, also im Zeitgeist, habe ich mich nie gesehen. Also ich habe immer mich an Vergangenem orientiert. So scheint es vielen zu gehen. Unser Publikum kommt auch aus dem Grund, denke ich, hierhin, auch um mal vom Alltag natürlich wegzukommen, sich an ihre eigene Jugend zu erinnern. Wir haben halt ein Publikum, was auch das entsprechende Alter hat und auch aus der Zeit kommt und das auch miterlebt hat. Bravo-Hefte erinnern an Idole und Modesünden von damals. Don Johnson. Geht gar nicht. Ruhig. Ja, da. Ja, das ist schon heiß, oder? Sehr heiß. David Bowie und Prince, die sind ja jetzt alle gestorben. Wir trauern eigentlich nicht nur um sie, sondern wir trauern um etwas Verlorenes, was wir verloren haben. Was mit Nostalgie verbunden ist, wenn wir an die Zeit zurückdenken. Weil wir jung waren und weil wir uns cool gefühlt haben und weil wir Rebellen waren, wie jede Generation davor eben auch, mit ihrer Zeit. Aus den Köpfen war er nie verschwunden. Doch mit dem atomaren Wettrüsten in den 80ern wird der Kalte Krieg wieder Thema Nummer 1. Man muss sich ja klar machen, diese Pershing 2 und SS-20-Raketen,
Die waren so konstruiert, dass wenn es zum Krieg käme, das Schlachtfeld in der Mitte Europas, sprich in Deutschland, liegen würde. So einfach war die Geschichte. Und das heizt die Friedensbewegung massiv an. Gemeinsamer Protest in Ost und West verbindet die Nation auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Die Friedensbewegung wird bis zur dahin größten Massenbewegung in der Geschichte der Deutschen. Doch die Abrüstungsverhandlungen kommen nicht recht voran. 1983 stimmt die Bundesregierung der Stationierung neuer Atomraketen im Westen zu. Kalter Krieg, ja, das war wirklich das war so ein Grauen irgendwie so. Es saß einem irgendwie immer so im Nacken. Und immer wenn dann mittwochs um 1 Uhr, also 13 Uhr mittags, war dann immer Sirenenalarm. Also wurden alle Sirenen getestet in Berlin. Und es gab einen Höllenlärm. Und meine Mutter meinte immer, du kannst dich entspannen. Ist überhaupt nicht schlimm. Die heulen ja nur dreimal. Wenn es mehr als dreimal ist, dann musst du sofort zu mir kommen. Und dann gehen wir in den Keller. Auch er verändert das Lebensgefühl in den 80ern. Der Walkman. Für die Jungen ein Muss, für die Älteren eher Teufelszeug. Jugendliche suchen in der Hektik der Straßen ihren eigenen akustischen Raum. Die Kopfhörer isolieren. Sie sind zu einem Symbol dafür geworden, dass man sich nicht mehr erreichen lassen will. Von der Gesellschaft und von ihren Einrichtungen. Ja, Walkman, yes. Ich hatte einen von der ersten Stunde an und das war mein allerliebstes Gerät. Jeder hatte einen Kopfhörer. Bei mir klemmte er am Gürtel und der andere Ausgang mit dem Kopfhörer hatte ein Mädchen, die gleiche Musik hörte. Man ging auf der Straße und hörte diese Musik. Wenn man sich dann nicht cool gefühlt hat, dann weiß ich auch nicht. Das waren die 80er. Auch das sind die 80er. Analog war gestern. Heute ist digital. Der Computer erobert seinen Platz im Leben der Deutschen. Das Internet steht kurz davor, erfunden zu werden. Die technische Entwicklung ist rasant. Das Zeitalter der digitalen Revolution beginnt. Früher, früher war alles besser. Viele glauben, früher war das Leben nicht so schnell. Das stimmt. Technische Errungenschaften helfen uns zwar heute, Zeit zu sparen, aber diese Zeit nutzen wir nicht als Zugewinn, sondern als Möglichkeit, noch mehr gleichzeitig zu schaffen. Das Ergebnis? Zeitdruck, Stress, Hektik. Das gesamte 20. Jahrhundert kann man auf einen Begriff bringen, das Jahrhundert der Beschleunigung. Und wir sind mittendrin in dieser Beschleunigung, sie hat nicht nachgelassen. Alles ist schneller geworden und eigentlich ist auch alles nicht, sagen wir mal, dass man sagen kann, schön, eine Verbesserung, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hängt das mit meinem Alter zusammen, dass ich dann irgendwann ist einem das auch dann egal. Auch die gesellschaftliche Entwicklung in den 80ern nimmt Fahrt auf. Globalisierung und Liberalisierung werden neue Phänomene. Soziale Bewegungen vernetzen sich zunehmend. Mittendrin im Atomzeitalter. Wir wehren uns. Es ist nichts getan worden, um die nächste atomare Katastrophe zu verhindern. Wollen wir das Wasser sein, das weiche Wasser richtig schreien. Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweise. Auf diese Weise gleiten wir in eine Katastrophe ohne Gleichen entgegen. Wir brauchen eine wesentliche neue Denkungsart, wenn die Menschheit am Leben bleiben soll. Eine Parteigründung von 1980 prägt das Jahrzehnt. Die Grünen entern die Parlamente und lassen das Establishment zittern. Die etwas anderen Rebellen der 80er. Heute lasst die Blumen blühen, macht alle mit, wählt diesmal grün. Wenn ihr den letzten Baum zerstört, dem letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten wilden Hab bekehrt. Im Westen geht es um Frieden und Umwelt. Im Osten vor allem um die Freiheit. Ein Herbst in der DDR, der Deutschland für immer verändert. Proteste gegen das SED-Regime werden lauter. Ein Volk schreibt Geschichte. Und der Westen sieht zu.
Wenn Sie in Leipzig auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren, und ein paar Straßen weiter kommen dann die berittene Polizei oder was auch immer, niemand weiß, wie die Geschichte ausgeht. Sie können am Abend tot sein. Der Freiheitswille der Bevölkerung drängt die DDR-Führung in die Defensive. SED-Politbüromitglied Günter Schabowski tritt vor die Presse. Seine Worte bleiben unvergessen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Dass Leute ohne Schießen, ohne Gewalt etwas erreichen, was die Welt verändert, das war sensationell. Allein an der Bornholmer Straße passieren bis kurz nach Mitternacht rund 20.000 Menschen die Grenze. Wer jetzt schläft, der ist tot. Ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt. Wir haben alle gespürt, dass da was ganz Historisches, was ganz Unglaubliches passiert, dass das in die Geschichte eingeht und dass wir Teil davon sind. Wir haben es gerade gehört und sind sofort los. Wir können es noch nicht fassen. Wir können nicht. Wohin gehen Sie hin? Einfach rüber. Wir kommen ja wieder, aber wir wollten eigentlich dabei sein. Wir wollten dabei sein. Da kam natürlich auch sehr viel Unsicherheit und sehr viel, was passiert jetzt? Und ich konnte es gar nicht so richtig begreifen. Ne? Und auf einmal war alles neu. Potsdamer Platz, nun wird die Mauer erobert. Triumphrufe, wo gestern noch geschossen wurde. Die Menschen im Osten begreifen. Die DDR ist Vergangenheit. Sie haben ihr Land verloren. Auf einmal zähle nicht mehr das, was Vergangenes war. Also man hat sich schon in meiner Familie auch ziemlich viel Gedanken gemacht. Was bringt jetzt die Zukunft? Wo bleiben wir? Wo sind wir dann? Wenn Menschen einen Bruch erleben, entweder als gesellschaftlichen Wandel, wie das in Deutschland passiert ist, oder aber im kleinen, im privaten Leben, reagieren Sie auf diesen Einschnitt. Sie werden nostalgisch. Nostalgie stärkt das Gefühl von Kontinuität. Und wir wissen, dass selbst Kontinuität positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hat. Nostalgie ist also gut für uns. Sie gibt uns Sicherheit, Orientierung und Mut. Aber wir sollten auch optimistisch auf das Morgen schauen. Denn die Forschung ist überzeugt. In Zukunft wird alles besser. Wir werden uns weiterentwickeln, noch mehr Möglichkeiten haben und Lösungen für Probleme und Herausforderungen finden. 3 von 4 Deutschen haben das schon erkannt und sind überzeugt. Es wird alles besser. Wenn wir uns die Zukunft anschauen, alles wird besser werden, ganz gleich, welchen Bereich Sie sich anschauen. Also wir werden weniger arbeiten, wir werden intaktere Familienstrukturen haben, wir werden mehr Freunde haben, wir werden bessere Möglichkeiten haben, unsere freie Zeit zu verbringen. Das alles kann man für die Zukunft schon heute vorhersagen. Natürlich ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor da, aber wir dürfen nie vergessen, den gab es schon immer. Und es ist historisch so gewesen, die Zukunft war immer besser als die Gegenwart oder die Vergangenheit. Früher war also nicht alles besser.